Gegner wird jetzt einfach wirklich eliminiert. Genau. Rasiert. Rasiert, eliminiert, vernichtet. Okay? Also auf geht's. Wir sind eine Bank! Wir sind eine Bank! Wir sind eine Bank! Da ist Feuer drin. Der Parallelslalom bei Jugend trainiert für Olympia. Der Krimi unter den Wettkämpfen und ein Leckerbissen für alle skialpinen Gourmets. Man nehme zwei Teams à fünf verrückte Skiasse und würzt das mit einer Prise Wahnsinn, einer ordentlichen Portion Mut und einem Schuss Geschwindigkeit. Wenn man den Gegner sieht, dann pusht es einen nochmal richtig an, dann fährt man nochmal schnell. Es macht halt einfach Spaß, gegen den anderen zu fahren. Und man hat halt auch mehr Adrenalin als normal. Ja, und mit der Klappe ist halt auch was anderes. Und da kann man halt die Tore auch so wegkicken und so. Einfach, dass man da nicht immer warten muss auf die Ergebnisse, bis es immer alles runterfährt, sondern gleich weiß, ja, den habe ich besiegt oder den habe ich nicht besiegt. Mit Fiebern, Anfeuern, Jubeln und zwar gemeinsam. Dieser Wettkampf ist auch der Teamgeist-Check. Wer hier als Mannschaft funktioniert und sich verbal besonders gut pusht, kann den letzten km/h aus dem Ski herauskitzeln. Ja, wir schreien uns da schon richtig raus. Also ich glaube, wir haben einen guten Teamgeist und wir pushen uns alle gegenseitig. Es ist spannend, wenn man dann für die anderen auch noch mitfiebert. Und man muss halt wirklich zusammenhalten, weil das gilt als alle zusammen, als die Gruppe. Ohne Team wird es gar nicht gehen und es ist einfach Teamgeist und anders geht's nicht. Also zusammen gewinnen und natürlich auch verlieren. Das gehört dazu bei Jugend trainiert für Olympia. Da werden die kleinen, großen Ski-Cracks bei den engen Battles besonders auf die Zerreißprobe gestellt. Da liegt es an Trainern, dass ihre Schützlinge die Nerven behalten. Unten klein machen, Gas geben, glitschen drei Tore in Position Schusshocke. Konzentrier dich drauf. Einfach. Dann dritten Piepser runter, hinter, volle Spannung und dann startet dann raus. Die Spannung greifbar, der Ehrgeiz enorm. Da muss auch mal getröstet werden. Gewinnen kann bekanntlich nur ein Team und das kommt zweimal aus Bayern. Bei den Mädels gewinnen ganz eindeutig die Girls von der St. Irmgard Realschule mit 4:1. Total aufgeregt, aber wir haben uns schon so sehr vertraut, dass wir gewusst haben, dass wir es jetzt alle runterbringen. Deutlich enger ist die Kiste bei den Bubis. Garmisch-Partenkirchen gegen Rosenheim. 2:2, der letzte Fahrer entscheidet. Und der kommt vom Sebastian-Finsterwalder Gymnasium. Herzlichen Glückwunsch. Doch Kopf hoch bei den zweiten Siegern. Der Parallelslalom nur eine Disziplin im alpinen Wettkampf. Durch die schnellste Zeit beim Vielseitigkeitslauf siegen die Garmisch-Jungs in der Gesamtwertung des total rasanten Schneeabenteuers.